MOBA ist MOBA, aber wo ist eigentlich der Unterschied zwischen LOL und Dota? Ich verschone euch mit der Geschichte beider Titel, nur lasst mir euch eins sagen, Dota war zuerst da. Aber was unterscheidet die beiden Zeitfresser nun? Hier ist meine Top 10 zum MOBA-Vergleich, denn anscheinend mögen Menschen Zehnerlisten. Nummer 10. Dota 2 hat eine steilere Lernkurve als die Liga der Legenden. Soll heißen, für beide Spiele braucht man ewig lange, um sie komplett zu verstehen. Doch Dota 2 setzt nochmal einen drauf. Man würde es auf Englisch als easy to learn and hard to master beschreiben. Nummer 9. Im Gegensatz zu LOL kann man in Dota 2 von Anfang an jeden der über 100 Champions spielen. Klingt cool? Ist es auch. Nummer 8. Jetzt wird's nerdig. In Dota 2 gibt es keine sogenannte Ability Power, sondern nur Attack Damage. Manche Spells skalieren mit dem Hauptattribut des Heldens, die meisten allerdings überhaupt nicht und deshalb sind sie im Late Game weniger stark. Merkt ihr, wie Dota 2 langsam komplizierter als LOL wird? Nummer 7. Und jetzt wird es noch nerdiger. Im Gegensatz zu LOL kann man in Dota 2 das Deny-System anwenden. Was heißt, man kann seine eigenen Minions last-hitten und somit dem Gegner die Chance auf Geld nehmen. Somit steigt die Spieltiefe erneut. Nummer 6. So langsam glaube ich, ich zocke die Noob-Version der MOBAs, denn in Dota 2 kann man sogar ein Buyback-System nutzen. Heißt, wenn man stirbt, muss man nicht auf den Countdown warten, sondern kann seine Kohle nutzen, um sich wiederzubeleben. Wie cool ist das denn? Zu dumm, dass man im RL kein zweites Leben kaufen kann. YOLO! Hab ich gerade YOLO gesagt. Nummer 5. LOL hat viel mehr Skillshot-Spells als Dota. Dota hingegen nutzt einzigartige Spells mit verschiedenen Effekten. Die Spells von einem Champion in LOL und wie diese funktionieren, lassen sich oft mit viel weniger Worten erklären als die aus Dota. Und jetzt kommt's. Oft haben die Spells auch sozusagen versteckte Mechaniken, die nirgendwo im Spiel beschrieben sind, wodurch man selbst nach vielen Jahren Spielerfahrung von Zeit zu Zeit noch etwas dazulernt und denkt, what the fuck just happened? Nummer 4. In Dota 2 gibt es ein Stat-System mit Intelligenz, Beweglichkeit und Stärke, das von Warcraft 3, also dem Ursprungs-Dota, übernommen wurde. Stärke-Heroes sind tanky, Beweglichkeits-Heroes sind meistens Auto-Attack-basiert und Intelligenz-Heroes sind logischerweise sehr Spell-basierend. Kommt ihr noch mit? Also ich werd langsam mürbe im Kopf. Naja, bald haben wir es geschafft. Nummer 3. Dota 2 besitzt eine weniger komplexe Meta als LOL, da sie durch die Entwickler wenig bis gar nicht gesteuert wird. Riot hingegen hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie die Meta steuern wollen. Heißt im Klartext, ein neuer Champion wird von Riot meist schon mit der Rolle, in der er gespielt werden soll, vorgestellt. Heroes in Dota 2 kann man oft auf nahezu jeder Lane und in nahezu jeder Rolle spielen, natürlich mit gewissen Einschränkungen. Nummer 2. Bei LOL ist es dem Team möglich, nach mindestens 20 Minuten aufzugeben. Dies ist in Dota 2 nicht möglich. Es wird also bis zum bitteren Ende gekämpft. Bald ist es geschafft. Auf zur Nummer 1. Statt Skins gibt es in Dota 2 ausschließlich kosmetische Items, die man seinem Helden anlegen kann. Ähnlich wie in Team Fortress 2. Wobei es auch Sets gibt, die sich aus mehreren Items zusammensetzen. Puh, geschafft. Und jetzt noch eine Frage an euch. Spielt ihr ein MOBA-Spiel und wenn ja, welches? Oder spielt ihr sogar mehrere gleichzeitig? Also ich bin zurzeit noch an LOL dran und werde wohl nach diesem Video erstmal an Dota 2 ran müssen. Ach ja, wusstet ihr schon, dass mich Daumen nach oben und Abonnenten ernähren? Okay, genug geschwafelt. Hier habt ihr noch links einen Link zu meinem mehrteiligen Videotagebuch über das Spiel The Crew und rechts könnt ihr mein beliebtestes Let's Play zu dem Spiel der South Park-Macher begutachten. Danke für eure Zeit und auf Wieder... warte, nee, falscher Channel. Ciao!